Zum ersten Mal heute wieder seit langem auf dem Platz. Wie war es denn? Ja, war ein bisschen ungewohnt. Wir haben uns aber riesig drauf gefreut. Und wir haben es selber gesehen. 6-3, erste Halbzeit war mit Sicherheit ausbaufähig. Und zweite Halbzeit war dann soweit in Ordnung. Als Fußballer, so lange nicht mehr Fußball spielen können, wie geht man damit eigentlich um? Ja, es ist wahnsinnig schwer für einen, dass man eben sein Hobby nicht ausüben darf oder ausüben kann. Ich meine, man hat so versucht, so oft wie möglich untereinander zu spielen, aber ja, es ist was anderes, wenn man in einem richtigen Team mit 22 Mann oder so viermal die Woche trainiert oder ob man zweimal die Woche mit 10 Mann in die Soccer-5-Halle geht zum Kicken. Kein Trainer oder Trainer Roman Grill? Was wäre oder welche Entscheidung ist da die richtige? Mei, was die richtige Entscheidung ist, ist jetzt im Nachhinein, mei, hat sich irgendwie nie rausgestellt. Die sind auf ihren Standpunkt beharrt und wir auf unserem. Und mei, die Frage stellt sich jetzt gar nicht mehr. Wir haben unsere Entscheidung getroffen und das Tuch ist zerschnitten. Von dem her war es das jetzt. Es hieß, dass die Vereinsführung, das sagt der Verein, zum Schluss auch auf eure Forderungen komplett eingegangen ist am vergangenen Freitag. Warum habt ihr euch dann trotzdem dagegen entschieden? Also komplett sind sie nicht darauf eingegangen. Sie sind uns ein bisschen entgegengekommen, aber das waren eigentlich die Dinge, die uns am unwichtigsten waren, ob sie da uns entgegengehen oder nicht. Aber ja, wie gesagt, es wurde aber auch in den letzten Wochen so viel darüber gesprochen. Das ist jetzt ist eben so. Wir sind jetzt vereinslos und ja, versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Wie geht ihr intern mit dieser Situation um, ihr als die Spieler? Ja, wie gesagt, wir versuchen das so positiv wie möglich, wenn man es positiv sehen kann, dann so positiv wie möglich zu sehen, positiv zu nehmen und das Beste daraus zu machen. Schauen, dass wir fit bleiben und ja, wie gesagt, es war halt ein super Test, dass wir eben hier mittrainieren durften. Wo haben sich die Spieler denn verteilt? Habt ihr euch irgendwelche Mannschaften gesucht, bei denen ihr jetzt halt mittrainieren könnt? Oder? Wir haben eigentlich hauptsächlich, wenn es möglich war, untereinander jetzt Fußball gespielt. Wie gesagt, Soccer 5 haben wir 2-3 Mal die Woche trainiert und sonst haben vereinzelt, ja, Allach, Garching, Lohhof haben einige jetzt mittrainiert, aber jetzt nicht regelmäßig. Wir wollen auch in keine Mannschaft jetzt irgendwie eine Unruhe reinbringen. Okay. Wie kann man sich die Situation vorstellen? Hallo, hier sind die Ismaninger Rebellen, wir würden gerne gegen euch ein Testspiel machen. Das ist jetzt über den Alex Weiser gelaufen, der kennt einige aus der Mannschaft und mei, die sprechen einen natürlich auch darauf an. Ich wurde auch von meiner alten Mannschaft von Freising angesprochen, was los ist und dann kommt man also ins Gespräch und da ist die Idee eigentlich entstanden, dass ja, wir eben bei denen mittrainieren und ja, es war schön, dass wir heute eben auf dem Kunstrasen, wie gesagt, mittrainieren konnten und haben das eben genutzt. Habt ihr nochmal mit Herrn Grill persönlich gesprochen? Seit letzten Freitag war es nicht mehr, nee. Okay. Habe ich aber jetzt mit keinem vom Verein mehr Kontakt gehabt. Das heißt, das Thema Ismaning, werdet ihr zum Auftakt kommen und zuschauen? Wir wollen uns schon anschauen, ja. Was ist dann für ein Gefühl? Wie werdet ihr da hingehen? Ja, zweigeteilt. Also einerseits haben wir uns überlegt, sollen wir überhaupt hingehen, weil wie gesagt, wir wollen jetzt da auch keine Unruhe oder wollen nicht provozieren oder sonst was. Aber andererseits interessiert es uns halt doch, was die Jungs machen und deswegen werden wir wahrscheinlich zuschauen. Wenn du gefragt wirst, wo du gerade spielst, was würdest du darauf antworten? Dass ich vereinslos bin.